Hi ho, Diggity, liebe Freunde. Wir werden uns jetzt auf diesen Weg in das Portal machen. Ich habe in der letzten Folge davon gesprochen gehabt. Das ist so ein Arena-Ding. Ich hoffe, man kriegt gute Schätze. Also in dieser Erklärung am Anfang stand hier drin, man kriegt, wenn man kämpfen muss, tolle Schätze. Und ja, ich würde vorschlagen, wir checken das mal aus hier. Oh. Scheiter. Cool. Okay. Naja, wir wollten ja eh kämpfen. Was kommt denn? Von wo kommt denn was? Da, okay. Ach, ein Glück gleich mehrere. Okay, okay. Das Gute ist, dass der jetzt gekillt wird vom Gift. Okay, das ist ja einer von denen. Kennen wir auch schon so. Ich dachte, um ehrlich zu sein, dass die krasser sind. Aber gut, wir haben uns jetzt ja auch aufgelevelt. Ist ein Safe Point, Schmave Point. Nächste Runde kommt. Ich hoffe, euch wird nicht schwindelig von meinem Gezirkel. Bogenschütze. Ich schau mir mal zuerst den Bogenschützen. Den Blinden kann ich eigentlich erstmal ignorieren. Okay, ich muss gerade feststellen, wir sind eigentlich, glaube ich, schon zu weit für dieses Dings. Ich höre das über das da schnell. Wir müssen durch das große Tor kommen. Denke ich später. Da machen wir was. Boah, der rastet richtig aus. Der rastet richtig aus. Schnell. Der lässt uns, glaube ich, nicht. Doch, er lässt uns. Das ist wahrscheinlich ja noch der letzte. Ich wollte eigentlich rollern. Schnell einen Trink. Dann den. Das sind echt böse Gegner hier. Das Krasse ist vor allem, dass der dann immer weiß, wenn er sich zu mir drehen muss. Bauen wir mal einen neuen hin. Machen wir 9. Wir können fast unendlich viele von den Dingern machen. Na, bitte. Jetzt kriegen wir was geschenkt. Goldene Lootkisten. Zaubersprungsplitter. Da, das sind diese Splitter und Knochenarbeitrüstung. Okay, Attributspunktsplitter können wir benutzen. Und Magiesplitter? Nee. 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 Zauberpunktsplitter. Haben wir 2 Stück von. Bam, bam. Cool. Und dann haben wir auch noch 11.000 XP und einen Ring. Treuer Anhänger, Rüstung, Ausrüstung. Das regeneriert die Zauberkräfte. Gier, Knochenrüstung vor langer Zeit. Wurde dieses Schmuckstück von reisenden Händlern genutzt, die ihre Tiere damit aus, damit die Tiere haben also Ringe gekriegt. Wenn ich die mehr tragen konnte. Jetzt gibt es hier noch nicht mehr viele reisende Händler. Und man kann dann dickere Rüstung tragen. Können wir jetzt dann den Helm benutzen und sind noch grün? Wir können. Und
können wir auch die Handschuhe nutzen und sind dann noch grün. Die sind gar nicht so gut, stelle ich gerade fest. Die Symmetriehandschuhe sind besser. Und die Greifschuhe? Weisheit ist auch besser. Was war das? So. Weisheit. Aha, aha, aha. Okay, aber... Das ist doch cool! Jede Menge Punkte. Ich würde sagen, wir verbraten die dann auch gleich mal. Also Zauberpunkte können wir eh alles nicht machen, nein. Und Attributspunkte fehlen uns auch noch welche. Dip. Das reicht jetzt knapp nicht, das ist schade. Ansonsten könnten wir nämlich Glaube. Wollen wir Glaube erhöhen oder Vitalität? Wirksamkeit von Heiltränken. Hm, wir können natürlich aber auch Stärke, Ausdauer. Ich mach mal das so. Ja. 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 Dann brauchen wir, glaube ich, auch den Ring eigentlich gar nicht. Das hat mehr Loot gegeben. Wir brauchen den Ring doch. Ah, wir rocken das jetzt so, was soll der Geiz. Ich bin im Übrigen ein Idiot. Wieso? Seht ihr, wenn ich uns zu der Stelle geschnitten habe, wo es gleich weitergeht. Ich kürze das mal ab. So, wir haben den kurzen Cut gemacht. Ist immer noch die Arena-Folge. Wir beantworten jetzt, abgesehen mal von dem schicken Alien-Helmchen, die Frage, warum ist Bee ein Trottel? Da ist ein Schalter. Den habe ich übersehen, diesen riesigen Schalter. Ja. Also wir sind hier an der Stelle, wo es hier hoch geht. Unten war dieser Gegner, der auch einen Glief schwingt. Und hier ist ein Schalter. Ja. So viel dazu, liebe Freunde. Und ihr guckt euch den Scheiß auch noch an. Und da geht's schon weiter. Ich bin aufgeregt, wir haben Progress. Bam. Bam. Das ist so ein ganz dicker. Holen wir uns mal lieber den Typen. So, wir können auch hier noch das Ding kaputt machen. Oh. Oh. Hier ist ja was los. Mal schnell hier so ein Ding hinknuppen. Dreh dich weg. Greift er denn uns an? Weil das Ding weg ist, okay. Hör weg! So, wir können es hier nur fix heilen. Ist mir aber zu doof. Kostet alles Sendezeit, Freunde. Sendezeit ist auch nicht billig. Zauber ist bereit. Die Kiste ist vor allem bereit. Okay, schade, ich dachte, das können wir nehmen. Truhe ist verschlossen. War klug? War nicht klug? Hat sich denn eine Kette gelöst? Da hat sich eine Kette gelöst. Sieht so aus. Okay, dann war klug. Sag ich jetzt einfach. Ich schätze, das muss da runterfallen. Und hier hat sich was geöffnet. Da ist eine Schriftrolle und es geht runter. Da gucken wir erstmal hier in den Raum. Ah, ich freue mich, dass es endlich weitergeht.
Jetzt hat mich... Okay, die Tür geht nicht auf. Schon ein bisschen genervt. Wir haben gerade eben übrigens noch ein Schwert bekommen, das heißt Fäulnis. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Von den Werten her, aber irgendwie ist die Reichweite verdammt groß. Ich bin jetzt gerade noch eine uralte Tafel. Dieses Glief gewöhnt, das hat schon eine ordentliche Reichweite. Da ist wieder so ein Glievenkämpfer. Bei dem muss man echt aufpassen. Da ist noch ein Gegner, okay. Die machen nämlich spontan echt einen Hammerschaden. Dazu kommt noch, dass die nicht sterben. Ach, da ist ein Herz von dem. Tyrannenherr. Ah! Dann sind das also Tyrannen. Ich häng fest, ich mach Scheiße, ich bin tot. Ach, Freunde, da haben wir was rausgefunden und das wird dir ein Leben bezahlt. Das machen diese Dinge also. Ich habe die immer fröhlich kaputt gemacht und dachte, das wäre ein Item. Och nö, ich cutte uns dahin. So, wir sind wieder voll im Einsatz. Ich stelle uns hier so ein Ding hin. Und er zerknittelt uns. Steh auf! Und da ist es auch schon kaputt. So, wo kam jetzt hier Knitterbubi angerannt? Da kommt er natürlich, da kommt er. Oh, der macht so einen dermaßen fiesen Schaden. Vor allem, wenn die dann noch zu zweit sind. Fies ist halt auch, dass die Gegner sich nicht gegenseitig treffen. Na, voll. Mit seinem Glief auch eine Reichweite vom Feind hat. Aber jetzt ist es ihnen geschehen. Gut, die geben dafür dann auch einfach mal 1000 XP. Der respawnt jetzt dann dementsprechend auch nicht. Das sieht so aus, als hätte man es runterschmeißen können. So. Oben ist noch ein Schalter. Da ist ein normaler Schwertkampfgegner. Ich glaube, wir haben genug XP für Punkte. Ich habe gerade eben Glaube nochmal geputscht. Wir haben absolut nicht genug XP für Punkte. Gucken wir erstmal, was hier oben ist. Spinne! Da hängt eine Spinne an der Decke, ich habe sie gesehen. Mächtiger Antanas, ich habe soeben eine uralte Nachricht gefunden, welche die womöglich kühnste Schöpfung der Roga beschreibt. Sie ist größer als alle Herrscher. Verfügt über eine ungerade Anzahl an Gliedern. Ihr Verderben des Fleisch
ist mit Waffen vermischt. Und es steht etwas über Unverletzlichkeit oder Heilung. Alles kaputt. Kistchen für mich. Heilige Items der verdammten Sophie. Da. Geisterruf, Splitter, Gefühlsstandschwelle, Greifbrustpanzer. Cool. Gehst du schon auf? Geht das auf? Ist das ein Tor? Ich weiß es nicht. Vielleicht von einer anderen Seite? Lassen wir mal erstmal in Frieden. Auf jeden Fall wissen wir, dass diese Dinger Tore sind. Ja, das muss aufgehen. Aber vielleicht auch von der anderen Seite. Ich will mir mal den Greifbrustpanzer angucken. Schwer. Bäm. Der ist schon ziemlich cool. Hat auch ordentlich mehr Dingens. Da müssen wir vielleicht jetzt doch so machen. Ich bin angetan. Ich bin sehr angetan. Wow. Machen wir mal hier so einen epischen Schwenk, wie wir so dastehen. Finde ich gut. Dam, dam, dam. Ja, wir rollen auch immer noch ziemlich schnell. Haben jetzt natürlich weniger Magieregeneration. Aber sei es drum. So, Freund der Sonne. Hier unten was Spannendes? Ich glaube nicht. Wir sind jetzt hier ziemlich hochgespeedet. Da gibt es auf jeden Fall wieder so ein Teil, was man benutzen kann. So ein Teil, was man benutzen kann. Total der kluge Satz von mir. Wie immer! Könnte nicht klüger sein. Und gerade im Übrigen auch nicht mehr so recht. Bosskampf. Die Überblick, die Übersicht. Wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben. Oha! Du bist unglaublich hässlich. Nicht Dive Roll. Also man kann Dive Roll, aber es bringt uns nichts. Oh, er ist vergiftet. Er springt, er wirft. Ich mach mal hier unser Knecht. Er springt uns an. Passiert immer irgendwas. Irgendwas fliegt aus uns raus. Trinke ich schon den Trank? Ich trinke einen Trank. So, wir haben seine erste Schwelle erreicht. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Er trifft uns erstmal. Trifft uns immer denn. Ein Schlückchen rein hier. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Müssen wir ein bisschen hier austesten, was die verschiedenen Sachen bringen.
ist halt jetzt nicht so den Hammerschaden gemacht. Ich glaube, Rage versucht mich gleich mal. Oder wie der gewogene deutsche Fläche aus der Garage, logischerweise. Oh oh. Jetzt sind wir vergiftet und die Situation steht nicht gut um uns. Ein Trank. Oh nein! Ich hab nicht aufgepasst. Enrage. Bam. Wenn es wirklich gewählt, eine ganz kleine Sache. Er wirft wieder? Er wirft diese Dinger, ja. Na komm! Oh, ich dachte, der hätte mich umgehauen. Daraus machen wir uns einen Hut. Ich schwör's euch. Und wenn es das Letzte ist, was wir in diesem Spiel tun. Ich glaube, die Folge ist utopisch lang, aber es macht nichts. Ich habe im Übrigen den Namen nicht gelesen. Ich glaube, das Vieh hieß Portalwächter. Infiltrator, okay. Sah auch verdammt hässlich aus. Oh, da steht Jetka. Jetka heißt sie im Übrigen. Ich kenne den Namen. Ich kenne mich aus. Yo! Ja. Antanas und Kassel in der Zitadelle des Klosters. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. War eine coole Folge. Ich nehme jetzt gleich dann noch eine auf, weil ich ja hier nicht speichern kann. Macht aber nichts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte meinen Spaß. Wir sind endlich auch mal wieder ein Stückchen vorangekommen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bleibt sauber.